Hallihallo, ihr Lieben, ich bin es mal wieder. Jetzt muss ich das Video nochmal machen. Ich hatte es gerade eigentlich schon mal gemacht, aber da war es leider ohne Ton. Und ja, ohne Ton lässt sich das Ganze doch irgendwie sehr schlecht gucken, zumal ihr dann ja nicht versteht, was ich sage. Es geht darum, ihr hattet mir ja mal wieder Fragen geschrieben, die ich euch beantworten soll. Und das will ich jetzt einfach mal machen. Ja, ich mache dieses Mal hier eine direkte Webcam-Aufnahme per YouTube, weil das andere hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es will. Irgendwie muss ich da was mit dem Ton einstellen und checke ich gerade voll nicht, aber setze ich mich heute Abend dran und mache das dann. Aber ich hatte gerade einen Turban auch auf dem Kopf, aber ist jetzt auch egal. Jetzt sitze ich halt hier so mit meinen Haaren. Ja, und ich habe den neuen Catrice-Lidschatten drauf. Meine neue Errungenschaft dieser Braun-Gold noch irgendwas. Keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, wenn ich eine Soforthochladung mache, dann ist das auch irgendwie größer. Aber ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt nochmal so hin, wie ich das gerade gemacht habe, dass ich die Sachen, die ich sagen will, im Kopf habe. Ja, gut, fangen wir an. Wo drehst du immer deine Videos? Im Wohnzimmer? Ja, im Wohnzimmer. Könntest du dir vorstellen, ein komplettes Umstyling zu machen? Es kommt drauf an, in welche Richtung es gehen würde. Würde es zu krass werden, würde ich es nicht machen. Gehst du oft am Wochenende feiern? Mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Früher sehr oft, aber mittlerweile gar nicht mehr. Wie viele Paar Schuhe hast du? Oh, eine gute Frage. Ungefähr so 15 bis 30 Paar. Wünsche dir einen begehbaren Kleiderschrank. Oh ja, das tue ich auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt keine Frau da draußen, die sich nicht einen begehbaren Kleiderschrank wünscht. So tussihaft, wie sich das jetzt auch anhört, aber es ist wirklich so. Nein, ich habe sehr viele Oberteile. Es sind auch in letzter Zeit wieder mehr dazugekommen. Mir fehlt langsam halt der Platz dafür. Ich kann es langsam nicht mehr irgendwie aufbewahren, so im Kleiderschrank, weil der zu voll ist. Mir ist deshalb auch schon mal ein Brett davon runtergeknallt. Ja, da durfte ich mitten in der Nacht meinen Kleiderschrank wieder fertig machen, aber das nehme ich alles auf mich. Mein Kleiderschrank ist mir heilig. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich sehe das so aus meiner Sicht, dass ich jemand bin, der übertrieben viele Klamotten hat. Ja. Meine Schwester meinte auch, wo sie das einmal hier war, du kannst ja langsam anbauen. Ich so, ja, wäre nicht falsch, ne? Weil es wirklich schon so viel ist. Ich habe so viele Kosmetika, zumal es noch YouTuber gibt, die noch mehr haben als ich. Und Klamotten habe ich auch haufenweise. Es hat bestimmt auch jeder ein Oberteil im Kleiderschrank, was er überhaupt gar nicht anzieht. Ist bei mir auch der Fall. Ich weiß jetzt gerade nur nicht welches. Wie lange brauchst du morgens, um dich komplett zu stylen? Klamotten, Make-up, duschen und so weiter. Um komplett fertig zu werden, bräuchte ich, wenn ich mich mit Freunden treffe, anderthalb Stunden bis 2 Stunden, und wenn ich jetzt so wie heute so halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Das waren die Fragen von der Freakylicious Product, und jetzt kommen die von der 483 Blackstar. Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink, lila, hin und wieder blau. Neongrün, Neonorange, Neonpink, manchmal Gold, manchmal aber auch Silber, Schwarz, Weiß und hin und wieder Blau. Ja.
Willst du mal Kinder haben? Wenn ja, wie viele und wie willst du sie nennen? Ich weiß es nicht, ob ich Kinder haben möchte, weil auf der einen Seite sind Kinder teuer und ja, man kann die auch nicht einfach so, wenn man jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf die hat, einfach abschieben. Das geht auch nicht. Deshalb, das muss man sich sehr gut überlegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich bin auch irgendwie so ein bisschen so in der Richtung wie mein Bruder. Mein Bruder möchte ja partout keine Kinder haben. Und ich bin da so ein bisschen so in der Mitte. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Da muss noch ein bisschen Zeit drüber vergehen. Ich meine, ich bin jetzt auch erstmal 23. Wenn, dann würde ich sie erst mit 27, 28, aber jetzt noch nicht. Und wie ich sie nennen würde, den Jungen würde ich Bill Joel nennen oder einfach Bill oder Tom. Und das Mädchen Lea Marie oder Samantha oder Selina. Oder Luana, weil das wirklich schöne Namen sind. Aber auf gar keinen Fall Denise. Denise mag ich nicht. Nee. Genau wie Veronika, den Namen mag ich auch nicht. Warst du schon mal blond? Nein, ganz blond nicht. Ich hatte nur schon mal blonde Strähnen. Hast du ein Idol, also so Idole? Ich bin jetzt nicht so darauf, dass ich mich nach dem Leben berühmter Leute richte. Dass ich jetzt irgendwie so sage, ja, ich muss jetzt hier den ganzen Kleiderschrank so haben, wie jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, Jennifer Lopez oder Daniela Katzenberger, also so muss das nicht sein, sondern dass ich mir halt ein paar Anregungen hole in Sachen Styling und Make-up und so weiter, das schon, aber es ist halt nicht, dass ich mein ganzes Leben nach diesen Personen richte. Also, Idole. Ich zähle jetzt nur ein paar auf, weil sonst sind das zu viele. Megan Fox, Katie Price, Daniela Katzenberger und Bill Kaulitz. Ja, die anderen zähle ich jetzt nicht auf, weil das wird sonst ein bisschen zu viel. Ach ja, Kim Kardashian zähle ich euch auch noch mit auf. Hast du Haustiere? Nein, habe ich nicht mehr. Was ist das Lustigste, was du je erlebt hattest? Das war gewesen, da haben wir noch drüben in der alten Wohnung gewohnt. Da war eine Freundin bei mir und ich hatte Fenster in meinem Zimmer auf. Da flog so eine dämliche Taube irgendwie draußen rum. Wir hatten da auch so ein Glas auf der Fensterbank stehen. Und auf einmal, wie aus dem Nichts, kam die Taube angeflogen, kommt so voll nah an das Fenster und hat jetzt ohne Witz auf den Henkel von dem Glas gekackt. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr, ey. Und das war auch noch das Glas von der Freundin. Von daher, ja, habe ich nur so gedacht, ist zwar jetzt dumm gelaufen, aber ist Gott sei Dank nicht mein Glas. Aber naja, sie hat es mir auch nicht übel genommen. Und dann war noch, da war ich, mit der Gruppe vom Berufsbildungswerk hier, weil ich war früher mal in einem Berufsbildungswerk und da habe ich immer von morgens bis nachmittags in einem Berufsbildungswerk gearbeitet und abends haben wir in einem Internat gewohnt, was dazugehört. Und wir haben dann von der vorberuflichen, nee, warte mal, vorberufliche Bildung. Wie heißt das jetzt nochmal? Das heißt BVB, aber ich weiß die Übersetzung jetzt nicht mehr. Also nicht Fußball oder so, also ist was anderes. Und auf jeden Fall haben wir von da halt, wo der Abschluss von der BVB-Maßnahme war, bevor ich in die Ausbildung gekommen bin, sind wir in Fort Fun gewesen. Das ist so ein Freizeitpark im Sauerland. Und da gibt es Breakdance über Kopf, der sich überschlägt. Boah, Leute, der ist mega geil. Ich sag's euch, richtig genial, der Teil, ne? Mua. Ey, das ist das Geilste überhaupt. Und, ja, ich wollte da halt rein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mit der anderen Katrin da rein wollte oder mit Marius. Auf jeden Fall wollte ich da halt rein und irgendwie bin ich mit dem Fuß dran hängen geblieben an dem Teil und, ja. Ich habe mich dann glücklicherweise noch befreien können.
Mir ist während der Fahrt dann, wo sich das überschlagen hat und so weiter, mein Haargummi aus der Haare geflogen. Ganz geil, ey. Während der Fahrt richtig Bombe, ey. Und hinterher war ich so kaputt, dass die Jungs mich stützen mussten. Oh, das tat mir so leid. Und an dem Park habe ich auch noch eine spezielle Erinnerung, weil da gab es auch ein großes Tokyo Hotel Kopfkissen. Das habe ich mir aber leider nicht gekauft. Ja, naja, egal. Ja, das war halt witzig, aber auch so zumal schmerzhaft, ne? Ja. Oder was wir auch schon mal hatten, da saßen wir im Breakdance hier bei uns und da, das Teil fährt so los, ja. Der Typ hatte die Stange runtergemacht. Ich habe gedacht, wir sind gesichert. Ja, nix da. Während der Fahrt macht sich dieser Sicherheitsbügel, der da ja bei Breakdance ist, selbstständig und geht nach oben. Ich hab schon die Lichter ausgehen sehen. Du jetzt ohne Scheiß. Ich habe schon gedacht, ich finde mich gleich an der nächsten Hauswand wieder oder so, aber ist dann noch nicht gewesen. Die Freundin war auch am Quieken und ich habe dann ganz schnell runtergerissen das Teil wieder und ja, war dann wieder gesichert. Das ist mir auch ein bisschen peinlich, aber da war ich mit Freundinnen in Dortmund auf der Osterkirmes. Da ist ein Teil, das heißt Hip-Hop-Fly. Da sind so Sitzreihen. Hier ist jetzt eine Sitzreihe, dann da, dann da und dann da. Und das Teil fängt dann halt erstmal so an, so. Und geht dann so auch in die Luft nach da und nach da und nach da und nach da. Und überschlägt sich dann und ich weiß nicht, was da mit mir los war, aber ich habe da einen Weinkrampf drinne gekriegt. Ich war richtig am Schreien. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Und ich stand kurz vorm ohnmächtig werden. Also ich habe fast nichts mehr um mich wahrgenommen. Und dann hielt das an. Und ich habe, wo ich draußen war, einen totalen Heulkrampf gekriegt, weil das richtig schlimm war. Also hier muss ich nicht nochmal haben. Zumal da noch jemand drinne gekotzt hatte. Eh. Zum Glück war es ich nicht. Zum Glück war ich es nicht. Was ist dein momentanes Lieblingslied? Das geht vielen Leuten auf die Nerven. Nossa, nossa, así vos da. Bye, seche prego, ay, ay, seche prego. Das Lied auf jeden Fall. Und, ja. Dieses My heart skips, a beat. Das sind auf jeden Fall meine momentanigen Lieblingslieder. Ja, glaubst du nach dem Leben, nach dem Tod und an den Himmel und die Hölle? Also ich setze mich mit dem Thema nicht auseinander. So, meine Lieben, das waren meine Antworten auf eure Fragen. Ihr könnt mir natürlich tatkräftig, wann immer ihr mögt, weitere Fragen stellen. Ich werde sie dann wieder aufs Neue beantworten. Ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt und was euch unter den Nägeln brennt. Ich stehe euch da wirklich zur Verfügung. Ich bedanke mich dafür, dass ihr diese Zeit darin investiert habt, dieses Video zu gucken. Ich bedanke mich bei meinen 158 Abonnenten. Vielen lieben Dank an jeden einzelnen von euch. Ohne euch wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und ja, ich hoffe, ihr haltet mir weiterhin die Treue. Vielleicht gewinne ich ja noch ein paar Abonnenten mehr dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüssi!